So, ich habe mir jetzt gerade in Hausen im Tal den wunderbaren Bahnhof angeschaut mit den alten Signalen. Und ich habe aber jetzt auch was ganz Neues hier gesehen, und zwar hier die Bahnhofsgaststätte von Hausen im Tal. Und da habe ich jetzt den Dennis kennengelernt, das ist der Besitzer des Lokals und natürlich auch seine Frau. Und den möchte ich mal ganz kurz vorstellen. Ich kann also nur von meiner Seite her sagen, was ich so in der Speisekarte gesehen habe. Die ist hervorragend, es sind also annehmbare Preise. Getränke sind gut und es ist ein gepflegtes, sauberes Lokal. Da habe ich noch mal warten müssen, bis die Motorradfahrer durch sind. Jetzt kann natürlich auch der Dennis mal was dazu sagen, weil ich bin auch noch kein Profi. Ich kann nur eins sagen, dieses Lokal kann man weiterempfehlen. Und wenn jemand mal große Wanderung machen möchte zu dem Schloss Währental, ne, oder? Währenburg, so heißt es. Ne? Währenwag, ja, ja, genau. Jetzt habe ich schon den ersten Fehler eingebaut zum Schloss Währenwag. Der sollte natürlich gutes Schuhwerk anhaben und auch eine gute Kondition besitzen. Weil die Besteigung, das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, oder? Dennis? Das ist eigentlich ein guter, geschotterter Weg, wo man mit Wanderschuhen oder festem Schuhwerk gut begehen kann. Ja. Es ist allerdings so, dass die Burg oder Schloss Währenwag im Privatbesitz ist. Aha. Und kannst du ein bisschen in die Sonne mal reingehen, dann sieht man dein Gesicht besser. Entschuldige, ja, dass ich das vergessen habe. Ja. Ein Stück noch. So, genau, besser. Ja, so ist viel besser. Ja. Danke dir. Man kann Schloss Währenwag leider nicht besichtigen, aber man kann hochlaufen und oben ist der Korbfelsen, von dem man eine wunderschöne Sicht unterhalb von der Währenwag auf das Donautal hat und von dort auch die Bahnlinie sieht und die unterfahrenden Züge, ja, sieht und die Donau auch und auch, aha, die gegenüberliegenden Berge rüber gucken kann. Teilweise sieht man sogar dort Schloss Wildenstein durch, ja, die Baumwipfel durchragen. Ja. Ja, willkommen bei uns im Landgasthof Bahnhof. Danke dir, ja. Aha. Wir haben das Gebäude jetzt letztes Jahr erst übernommen und die Gaststätte wieder neu eröffnet. Vorher war die Gaststätte 3,5 Jahre leider geschlossen. Ja. Wir führen das Ganze hier im Familienbetrieb. Das Gebäude ist auch gänzlich fast so geblieben, wie es 1895 errichtet wurde. Einzig und allein haben wir die Zimmer neu oder sind die Zimmer neu gestaltet, ja, worden, und eine Aufstockung hat stattgefunden, sodass wir als Familie oben auch noch Platz finden. Das hat allerdings unser Vorbesitzer noch gemacht. Das haben wir also nicht in Eigenregie getan. Ja, wie schon der Detlef erwähnt hat, wir nehmen gerne Wandergruppen auf. Immer wieder haben wir gerne auch Wandergruppen gesehen, die hier auch bei uns einkehren und, mhm, uns immer auch wieder sagen, dass das Essen hier hervorragend, ja, ist. Kommen eigentlich auch hier Motorradfahrer vorbei? Motorradfahrer haben wir hier jedes Wochenende, ja, massig genug. Da wollte ich nur noch eins ansprechen, wie ich gerade gesehen habe auf seinen Bildern. Er ist selber Motorradfreak und hat zwei wunderbare Maschinen irgendwo hier in seinem Park stehen. Jawohl. Und er hat mir schon das Video gezeigt. Also ich muss sagen, der macht es ja viel besser als ich. Obwohl er auch kein Profi ist, ich übrigens auch nicht, aber er hat schon Talent. Ne? Und er hat auch schon das Schloss Währenwag oder Burg Währenwag schön aufgenommen. Ne? Von oben her mit einer tollen Drohne. Und da muss ich sagen, er hat also wirklich was drauf. Von der Technik ist der Mann sehr bewandert. Danke. Okay, das war's eigentlich. Und ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich so gut aufgenommen wurde. Und ich werde dieses Video auf jeden Fall mal ins Internet setzen. Natürlich mit seiner Einwilligung. Er hat mir gerade grünes Licht gegeben. Und wir werden auch mal schauen, dass wir hier öfters mal vorbeikommen. Und wir können auf jeden Fall, oder ich kann auf jeden Fall gute Werbung machen, weil ich ein bisschen Ahnung auch habe von der Gastronomie. Aber natürlich nicht als Besitzer oder als Koch, sondern so allgemein. Man sieht, dass ein Lokal gut geführt wird und es ist ein bürgerliches Lokal. Und wie gesagt, das kann man weiterempfehlen. Ich habe übrigens auch schon ein gutes Video gebracht bei uns in Buchheim über den Freien Stein. Das wurde im September, Oktober 2017 alles frisch renoviert. Da kam ein neuer Dachstuhl drauf und so weiter. Und ich habe aber die Chefin gefragt, ob ich das Video reinsetzen kann. Und so habe ich es jetzt auch hier mit dem Dennis gemacht. Und der war einverstanden und das hat mich sehr gefreut. Und jetzt mache ich noch ein kurzes Video vom Gastraum und natürlich auch hier von seinen Dampfloks. Und er ist ja auch so ein Eisenbahnfan, ne? Genau.
Auf jeden okay. Fall, ja. Also Dennis, vielen Dank und irgendwann wirst du das Video mal sehen im Internet, ja? Dank dir, Dennis. Alles klar, okay. So, der Dennis, der hat jetzt mal die Speisekarte mit nach draußen genommen, um mir zu sagen, was hier für Spezialitäten gibt. Und der zeigt mir das jetzt mal ein bisschen genauer. Ne? Ja, bei uns ist das nicht einfach nur eine Speisekarte. Bei uns im Bahnhof steht alles im Zeichen der Bahn. Und deswegen haben wir auch keine Speisekarte, sondern einen Fahrplan. Bei uns fährt man in verschiedenen Abteilen. Und zwar einmal im Salatabteil. Ja, da gibt es dann als Spezialität den Gleisbauer-Salat oder den Bahnvorsteher-Salat. Also alles hat bei uns auch einen Namen nach der Bahn. Aha. Genauso wie unsere warmen Speisen bei der Station 3, ja, der Bahnhofstoast oder die Signalmeisterwurst, sowie die Fahrdienstleiterküchle, ja, oder im Vesperwaggon unseren Heizersalat, Kesselsalat, Schaffnerspätzle und Schaffnerplatte. Also alles steht irgendwo im Zeichen der Bahn, ja. Weil wir, wie gesagt, stolz sind, dass es die Bahn gibt und dass wir hier im Donautal immer noch direkt an der Bahn leben können und das auch immer genießen, wenn die Bahn vorbeifährt, gerade wenn auch im Sommer immer mal wieder hier gerne auch die Nostalgiebahn vorbeifährt, also mit einer alten Dampflok, das auch schon ein paar tolle Videos gegeben hat und tolle Bilder, die ich auch Detlef eventuell zur Verfügung stelle, dass er die vielleicht mit reinnehmen kann in das Video. Oh, super, danke dir. Ne? Also, dann nochmal vielen, vielen Dank für die guten Informationen und irgendwann werden wir mal hier zum Essen vorbeikommen und auch mal was Kühles trinken. Gerne. Und dann werde ich mal schauen, dass wir dann auch noch mehr Leute mit hierher bringen. Obwohl er selber von sich aus sagt, also dass er auch sein Stammpersonal hier hat, ne? Dass die Leute auch sehr zufrieden sind mit ihm, ne? Ja. Und mit seiner Frau und mit allen, die hier mit angestellt sind. Ne? Ja, und unsere Kässpätzle kann ich sehr empfehlen, da kommen sogar Schweizer extra aus der Schweiz angefahren. Ach, die super. Kässpätzle zum Essen. Prima. Also, ich danke dir nochmal, gell? Okay, schalte da. Gut. Jetzt werde ich mal hier den Gastraum filmen. Es ist alles sehr gemütlich eingerichtet. Natürlich gibt es in jeder Gaststätte einen Stammtisch. Und die haben natürlich auch hier einen schönen Kachelofen. Oder was ist das für ein Ofen? Was ist das für? Das ist ein grundgemauerter Kachelofen. Ah, doch ein Kachelofen. Also den habe ich es richtig gemacht. Doch, der sieht gut aus. Und der Stammtisch natürlich, den werden wir noch mit aufnehmen. Und das Lokal habe ich auch schon, aber wie es früher aussah, nur mal abfotografiert. Das gehe ich mal ein bisschen hinten hin, damit man da ein wenig genauer sieht. So sah das früher aus. Und wie lange ist das, wann wurde das erst gebaut, das Lokal, weißt du das noch? 1895. 1895. Genau, für 3 Jahre später nach Eröffnung der Bahnlinie und Eröffnung des Bahnhofs, der 1892 gebaut wurde. Aha. Und das Gebäude sieht auch fast noch so aus, wie es damals betrieben wurde. Ja. Genauso wie der Wasserturm, den man ja früher noch gebraucht hat. Aha. Bei der Kaiserlichen Reichsbahn, um die Dampfloks mit Wasser zu befüllen. Das war also hier im Donautal war eine Tankstelle, um das Wasser wieder in den Kessel zu bringen. Schön. Um die Bahn wieder voranzutreiben. Aha. Doch, hier, also komme ich auf jeden Fall mal vorbei und ich werde auch einige Gäste mitbringen. Und ich glaube, dass er auch schon viel Leute hier drin hatte, die, wie gesagt schon, wie ich schon anfangs erwähnt habe, die auf Wanderung aus waren und dann haben sie irgendwo was Kühles mal zu sich nehmen wollen. Eine kleine Stärkung noch, jawohl, haben sie dann noch genommen zu sich. Ne? Und hier kann man eigentlich eine gute Rast einlegen. Und das ist schön urgemütlich und vor allen Dingen halt die Nostalgie von der Eisenbahn her. Die passt hier gut in das Lokal rein, wie ich so sehe. Und auch mein Bruder wär hier auf jeden Fall, und der war hier bestimmt auch schon drin. Dem gefällt das ganz bestimmt. Und dann werde ich jetzt mal ihm auch heute Abend antelefonieren. Mit meinem Handy, meine Internetverbindung geht ja momentan nicht, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall bringe ich dem noch mit hierher. Okay. So, das war es denn eigentlich. Ah ja, hier nochmal den Schankraum, der Ausschank. Hat er schön beleuchtet. Prima. Aber ich werde sagen, das reicht einmal, ne? Dann gehe ich mal los jetzt. Und die schöne alte Lampe noch vor der Bahn, die kommen noch mit drauf. Oder was heißt da?
Die kam immer an den Waggons hinten dran, gell? Schlussleuchten. Als Schlussleuchten, ja. So, das war's dann heute. Also, jetzt kann man übrigens auch übernachten. War? Super. Ja. Prima. Ich habe hier vorhin am Bahnhof auch jemanden getroffen, der kam von Dänemark. Er hat gesagt, das ist eine sehr schöne Gegend, ihm gefällt es hier. Er macht hier 6 Tage und dann irgendwo in Richtung Bodensee ist er dann wieder unterwegs. Ne? Okay, so. Dann schalte ich hier wieder ab. Jetzt noch ein paar Eindrücke mit reinnehmen und dann war es das. So, ich habe jetzt hier Glück, Dennis von der Bahnhofsgaststätte hier in Hausen im Tal hat zu mir gesagt, es könnte eventuell auch der Weg gesperrt sein, weil die da immer wieder mal Holzfällerarbeiten machen. Aber dies war Gott sei Dank nicht der Fall. Der Weg ist bis jetzt frei. Und ich hoffe, dass ich bald an der Burg angekommen bin. Schon ein ganz schöner Spaziergang. Hier an der Seite liegen ja schon viele gefällte Baumstämme. Und da haben die Waldarbeiter schon viel Arbeit gehabt. Und hier geht ein bisschen ein kühleres Lüftle. Übrigens, wir haben heute eine Außentemperatur von in der Sonne von ungefähr 34 Grad. Aber hier im Schatten kann man es aushalten. Zum Laufen. Das wäre natürlich schön, wenn da oben ein Ausschank wäre, wo es schönes Rothauspilz gäbe. Dann wäre ich auch nicht abgeneigt. Aber da heute die Temperaturen so extrem hoch sind mit 34 bis 36 Grad, ist es besser, wenn man was Alkoholfreies trinkt. Der Verwacklungsschutz dieser Kamera ist also sehr gut. Ich habe schon zu Hause einige Videos angeschaut, wo ich auch die Kamera dabei hatte, wo ich gelaufen bin. Und da kann man sich nicht beklagen. Das ist also wirklich sehr gut. Ich bin jetzt gleich angekommen. Also, es wird nicht mehr lang dauern. Dann werde ich endlich mal ein bisschen absitzen können und eine kleine Rast nehmen. Hurra, ich bin angekommen. Jetzt werden wir noch ein bisschen filmen. Wegen dem bin ich ja hier.
Ja, aber wir haben wirklich eine ganz schöne Hitze heute. Aber wir werden es schon schaffen. Eintritt verboten. Warum, weiß ich jetzt nicht. Filme darf ich mal kurz. Naja, schade, dass ich jetzt hier keinen Aussichtspunkt habe zum Filmen. Naja, da gehen wir natürlich nicht rein, wenn es verboten ist. Hier oben haben sie schöne Umsetzer, so gute Funkverbindung haben wir. Ja, sieht schön aus. Okay, dann gehe ich lieber wieder raus. Ich möchte keinen Ärger haben. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man hier die Burg nicht direkt sieht. Wahrscheinlich bin ich hier schon oben drauf da auf dem Gelände. Und irgendwo muss es aber eine Möglichkeit geben, einen Aussichtspunkt zu finden. Das sieht hier oben aus wie auf einem Gutshof. Das wird wahrscheinlich auch einer sein. Ich muss mir da mal genauer informieren über die Geschichte dieses Schlosses oder dieser Burg. Ich bin noch nicht auf dem Rückweg. Ich suche einfach einen schönen Aussichtspunkt, um auf das schöne Donautal runterzuschauen. So, Holzvorräte haben sie sich genügend hier zurechtgesägt. Und mal schauen, ob ich jetzt da irgendwie so eine Plattform finde, wo ich mich da mal hinsetzen kann, um die schöne Aussicht zu genießen. Hier ist wieder so ein schöner Mischwald. Da lässt sich gut laufen. Alles naturbelassen, wie es sein soll. Und eine Ruhe ist hier oben. Wunderbar. So, hier werde ich mal ganz kurz durch die Wildnis gehen und mal schauen, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich an dem Korbfelsen gleich angekommen, der in 50 Meter erscheint. Und ich denke, dass ich da jetzt irgendwie eine schöne Aussicht bekomme und dann werden wir vielleicht einmal uns hinsetzen können, um ein bisschen Rast einzulegen und was zu trinken.
bei dieser enormen Hitze. So, dieser Weg ist natürlich wieder sehr steinig und jetzt bin ich dann hier gleich angekommen und ich lasse mich mal überraschen. Ja, hier unten wird was gebaut, sieht so aus wie eine Kläranlage. Die Bahnlinie drin, wo wir vorhin in Hausen im Tal waren und in der Bahnhofsgaststätte und am Bahnhof, wo ich den vorbeifahrenden IC gefilmt habe. Und hier oben habe ich eine wunderbare Aussicht, aber leider sehe ich dieses Schloss nicht. Ich sehe es nur von der Südseite her. Alles andere ist verdeckt von den Felsen und vom Wald. Da muss ich halt von unten her nochmal filmen. So, an dem Schloss bin ich ja schon vorbeigelaufen, aber ich hatte keine Möglichkeit reinzugehen, weil das Privatgelände ist und ich habe nur von außen gefilmt. Ich dachte, ich könnte von oben runter filmen, aber leider war das nicht der Fall. Aber dafür bin ich hier auch an einem herrlichen Blickwinkelpunkt angekommen, wo es auch Spaß macht aufzunehmen. Ja, da kommt sogar ein Zug angefahren. Dann versuche ich mal ein bisschen ranzuholen. Das ist so ein Regionalzug, der von Friedingen her kommt und weiter Richtung Sigmaringe fährt. Haben wir wenigstens noch ein Stück drauf gekriegt. So, jetzt bin ich wieder hier unten in Hausen im Tal angekommen, auch an der Gaststätte am Bahnhof. Und jetzt werde ich sagen, ich suche heute mal die Schotten schließen. Mir reicht's für heute.
So, wie gesagt, ich gehe jetzt zu dem Aussichtspunkt in ungefähr 100 Meter zum rauen Stein und mal schauen, wie es hier aussieht mit dem Blick ins Donautal und rüber zur Burg Wildenstein. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie es aussieht. Ja, das ist ja herrlich hier oben, das ist wunderbar. Ich bin in Gottes Natur und ich habe nachher gleich einen wunderbaren Ausblick. Herrschaftszeiten, ich habe sogar Glück, es kommt ein Regionalzug. Den kann ich hier oben von diesem wunderbaren Ausblick filmen. Passt ja alles heute. Dieser Regionalzug fährt durch eine wunderbare Gegend, das Donautal, weiter nach Hausen im Tal und dann geht es dann anschließend auch weiter nach Sigmaringen. Ja, besser kann ich es ja nicht haben. Es war jetzt gerade ein Zufallstreffer, dass es gepasst hat. So, jetzt nehme ich mir mal die Burg Wildenstein vor, mal schauen, wie es aussieht von dieser Perspektive aus gesehen. Ich filme natürlich wieder ohne Stativ. Alles ist mir zu kompliziert, da mit diesem Koloss da rumzurennen. Ich versuche die Kamera ruhig zu halten. Dann sieht man mehr auf dem Video. Und ich filme mit der Sony AX700er Kamera. Bin eigentlich bis jetzt sehr zufrieden. Natürlich filme ich auch in 4K. Es ist so schön hier oben. Da gibt man gar nicht genug von der schönen Landschaft. Jetzt ein bisschen runtergehen, dass man da den Ast nicht sieht auf dem Video. Da muss ich natürlich an den Kollegen Gerhard Weller denken. Der hat auch schon ein schönes Video gemacht. Oder er machte schon viele schöne Videos. Unter anderem auch von der Entstehung der Donau und seine Berichte dazu, die sind einfach super und der Mann, der kann die Kamera ruhig halten, hat viele Erfahrungen schon in seinem Leben gesammelt, aber ich beneide immer wieder seine gute Kameraführung und die gute Berichterstattung. Natürlich gibt es auch noch viele andere gute Hobbyfilmer und Eisenbahner, die das aus Leidenschaft machen, und den möchte ich natürlich auch in Lob aussprechen. Hier oben ist jetzt eine schöne Ruhe. Ja, es geht jetzt bald die Sonne unter und ich habe es endlich geschafft, dass ich mal hier hoch nach Irndorf gekommen bin und genieße diesen wunderbaren Ausblick. Jetzt hole ich nochmal die Burg Wildenstein ran. Ich versuche natürlich wieder ganz ruhig zu halten.
Müssen wir sie mal die Donau richtig ranholen, die Eisenbahnbrücke. Das wäre natürlich gut, wenn noch ein Zug wieder zurückkäme. Aber man kann nicht alles haben, das Glück, den Sonnenschein. Heute macht es wieder richtig Spaß zum Filmen, weil wir ein super Wetter haben. Wir haben fast schon tropische Temperaturen. Aber jetzt so gegen Abend, ja, schreiben ungefähr 20.30 Uhr, da ist es angenehm. Jetzt hole ich mal den Gutshof da hinten heran. Mal schauen, wie weit es klappt. Muss ich mal meinen Arm ein bisschen aufstützen. Ja, es hört sich so an, als wenn da noch mal ein Zug käme. Das wäre natürlich schön. Ja, da kommt einer. Ah, das ist ja super. Wieder Glück gehabt. Ja, schön. Bisschen Arm aufstützen. Der wird gleich zwischen den Bäumen vorkommen. Jetzt windet es leider ein bisschen. Da kann ich nichts dafür. Wichtig ist, dass er auch den Zug mit drauf bekommt. Ah ja, gelbe. Dieser Zug, der schlängelt sich durch diese malerische, schöne Landschaft. Sieht einfach toll aus. Jetzt werde ich ihn da hinten nochmal mit aufnehmen, wenn er in Richtung Friedinge fährt. Jetzt gleich schwenke ich rüber. Jetzt werde ich noch mal ein bisschen ranzoomen. Ist gar nicht so einfach, die Kamera ruhig zu halten. Jetzt ist er dann weg. Okay.